Aber sobald du zum Influencer wirst und da irgendwie auf Instagram was bewirbst etc., verdient da mit dran. Was haben wir heute im Gepäck? Hintergrundinformationen zu den Love Island-Teilnehmern. Prince Charming. Princess Charming. Team Gold oder No. Violetta und Alexander Hindersmann. Neuigkeiten tut die Jana. Okay, let's go. Weil das geil ist, Andi wird ja jetzt schon davor sitzen und denken, oh, Mädels. Ja, komm. Wenn es jetzt so weitergeht. Und damit ein ganz schönes Hallo und herzlich willkommen zu Trashkurs Folge 42, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen hier wöchentlich durch, was alle Influencer, Z-Promis und alle anderen komischen Leute im Internet so von sich geben und tun und fassen das für euch zusammen. Und damit starten wir sofort mit News zu Love Island. Es ist vorbei, aber die Leute, RTL denkt sich, nö, wir verdienen noch ein bisschen weiter an diesen Leuten. Es ist so, dass RTL noch ein ganzes Jahr lang an den Love Island-Teilnehmern mitverdient, insofern sie denn zum Influencer werden. Es gibt ja auch ein paar, die dann darauf keinen Bock haben, aber sobald du zum Influencer wirst und da irgendwie auf Instagram was bewirbst etc., verdient RTL da mit dran. Das erklärt auch einiges für mich, warum dann immer so viele Kooperationen direkt angenommen und rausgehauen werden bei manchen. Ne? Also letztes Jahr war es ja nicht nur Smile Secret, keine Schleichwerbung, es gibt ja auch Bleaching bei Zahnarzt, es gibt genau, andere Dinge. Wenn die immer noch mal was an RTL abtreten müssen, ist ja klar, umso mehr machst du. Naja, weiter geht's auch Love Island wieder. Ich würde gleich gern zu Melville und Chiara kommen. Wir haben ja gerne schon in der Staffel gesagt, du, die Chiara ist so auf den fixiert. Wir sehen's nicht. It's over. Falls es jemals angefangen hat, das weiß ich ja auch nicht so genau. Wer ist immer bei Joshua geblieben? Du hast es von Anfang an gesagt. Der hätte das nämlich nicht mit ihr gemacht. Chiara, sorry. Null. Henrik ist nach 2 Wochen oder 3 Wochen Trennung auch wieder nach Köln gekommen für ein kleines Weekend. Räumliche Trennung. Ja, und hat sich mit seiner Sandra wieder gesehen. Hatten auch gleich ein Hotel. Du, die Snaps, da weiß ich alles, was die Nacht passiert ist. Gönne ich den auch. Dann sieht man aber Henrik irgendwie gar nicht mehr mit dem Rest der Kölner Love Island Gang rumrennt, sondern der macht da so ein bisschen sein eigenes Ding. Man sieht ihn manchmal in einem Studio, wo ich so denke, nein, Henrik, bitte keinen Song. Jetzt hat er noch einen neuen Mietvertrag für eine Kölner Wohnung unterschrieben. Wahnsinn. Ja, und Tim und Melina sind happy in love. Wir bleiben dran. Ich hatte ja mal Interesse daran, Und Tobi und ja, Laura, die ja freiwillig dann rausgegangen sind, um sich zu lieben, die sind zusammen. Ich bin dafür, Leute, kommentiert das jetzt mal, ob wir mal in einem halben Jahr oder so mal gucken sollen, was aus den Love Island-Pärchen so geworden ist. Würde mich wirklich interessieren, aber wir müssen da noch ein bisschen Zeit geben für die Trennungen. Ja. Nein, toi, toi, toi. Alles super. So weiter geht es mit Prince Charming. Wir haben es schon mehrmals gesagt, auf TV Now läuft es bereits. Ansonsten für alle im Free TV auf Vox ab Montag, den 26.10. Der Prince sucht seine große Liebe Alexander Schäfer. Sucht ihr sie wirklich? Oder hat er vielleicht, also macht mit der Information, Schluss, was ihr wollt. Prince Charming wird für euch übrigens zusammengefasst dann von Tessa und Martin. Da nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Ich liebe es auch, definitiv. Aber ich denke, ihr habt auf jeden Fall mehr Spaß mit Martin. Und dann gibt's gibt's noch eine News. Princess Charming soll wohl kommen. Und es ist nicht so, was ihr jetzt denkt, nur ein reiner Frauenverein. Also Frauen, die auf Frauen stehen. No, 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 no. Alles in die Villa reingeworfen. Das ist eine bisexuelle Lady, die da die große Liebe sucht. Und wir haben lesbische Frauen, bisexuelle Frauen und heterosexuelle Männer. Alle am Start. Also das, ich verstehe es nicht. Da könnten sich mehr als ein Paar finden. Ja, aber... Ja, wir werden sehen. Es gibt da jetzt noch keine weiteren Neuigkeiten, wann das stattfinden soll. Aber es wird wohl happening. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr es euch angucken würdet oder nicht. Oder ob ihr sagt, Mensch, warum nicht nur Frauen? Tipp, 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 tipp. Oh, 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 oh. Team Gold.
Andrej Mangold und Jennifer Lange hatten wir ja lange nicht mehr als Thema. Rumor has it. Du hast es mir gesagt, ich weiß nicht, woher es kommt. Man habe sie gesehen, wie sie mit Sack und Pack aus Andrej Mangolds Domizil entfernt wurde. Sie ist abgereist. Ist sie im Urlaub? Ist sie woanders hingefahren oder ist da eine Trennung passiert? Also jetzt mal, lass mal wirklich kurz spekulieren. Sie wurde von Nachbarn dabei gesehen, wie sie hier mit einem Transporter und allem möglichen Zeug abgeholt wurde. Ja, vielleicht wurde bisher nur sie gesehen oder die Presse hat uns bisher nur gesagt, dass nur sie gesehen wurde. Am Ende ziehen die generell aus diesem kompletten Domizil aus, weil dort jeden Abend Eier an die Scheibe fliegen, weil jeder sie hasst oder keine Ahnung was. Eine Trennung. Jetzt in dem Fall, das wäre das Schlechteste, was man machen könnte. Das wäre super schlecht und oder? Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil sie ja beide, also sie waren ja beide zusammen genau gleich scheiße im Sommerhaus der Stars und haben sich gegenseitig gepusht, oh, du bist so scheiße geil, sei mal noch ein bisschen beschissener. Ich kann mir keine Trennung vorstellen, denn was macht dein RTL? Sendeplatz mit Michael Wendler schon, ne? Michael Wendler verloren, wenn jetzt auch noch der Mangold getrennt ist, na was, haben wir dann Lisha und Lou, dann kommen da die Robens, Alter. Du, 2020 knallt rein bei uns, ich sehe es schon. Apropos, kommen wir gleich zu Dijana. Wir müssen die Frau vielleicht kurz ein bisschen zur Raison rufen. Ich weiß nicht, was sie genau in ihrem Storypost von sich geben wollte. Wir sind uns unsicher, ob sie ein bisschen am Schwurbeln ist. Wer sich jetzt nicht an Dijana erinnern kann, der ist hier falsch. Der ist ja sowieso falsch. Dritte Staffel Love Island, Kampf der Reality Stars, Like Me, I'm Famous und jetzt mit Marcelino Kramers zusammen, der übrigens von der zweiten Staffel Love Island ist. Die hat den Post veröffentlicht und ich denke mir, Dijana, warum zur Hölle schwurbelst du denn jetzt noch mit hier rum? Lass das doch die richtigen Prominenten machen. Erzählt irgendwas, ihre Mutter ist positiv und sie hätte von Anfang an nicht daran geglaubt. Wir sollen alle aufhören, die Wirtschaft und die komplette Menschheit zu zerstören. Alles klar, tschüss. Sie hat aber nicht klar Stellung bezogen, was sie damit jetzt meint. Sie meinte bloß, ja, schützt euch, alles gut, aber verblödet nicht. Marcelino hat sich dazu auch noch gar nicht geäußert. Marcelino kann sich dazu auch nicht äußern. Für mich ist, also das ist für mich so ein Typ, der ist dann so, Herr Corona? Hä? Weiß ich gar nicht, was das ist gerade. Ich weiß nicht, wieso ich ihm das andichte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der lebt gar nicht in der Wirklichkeit. Kommen wir schon wieder zu einem Ex-Pärchen. Violetta aus der letzten Bachelor-Staffel und Alex Hindersmann, der in keine Ahnung wie vielen Bachelorette-Staffeln Drei. Die beiden hatten ja noch im Sommer verkündet, wie unfassbar glücklich sie jetzt miteinander sind. Bla, bla, bla. 2 Monate, 3 Monate später, boom, Trennung. Mitten in der Nacht, letzte Woche, macht Alexander Hindersmann eine Story. Ich habe gerade die Info bekommen, dass Vio nach über 4,5 ohne Kontakt ein Interview bei RTL gegeben hat. Gestern. Das war das ach so Geheimnisvolle, was keiner in ihrer Story wissen durfte. Sage ich direkt was dazu? Oder höre ich mir das erstmal an und sage danach was dazu? Aber nur nochmal zur Info hier, das, was sie selber gesagt hat und auch zu dem Zeitpunkt war ich schon blockiert. Also das ist ein Screenshot, den meine Mama mir geschickt hat. Ich bin gerade echt hin und her gerissen. Diese Ansagen, die dann nicht stattfinden, nerven des Todes. Vio reagiert mit einer Story drauf. Er weiß, wie man Menschen manipuliert. Er weiß ganz genau, wie man es macht. Er hat es bei mir ja auch hingekriegt. Es hält jetzt nicht lange, aber er weiß, wie man es macht. Und es war alles so schlimm. Die ganze Zeit war es so schlimm. Und was will er denn jetzt von mir? Er macht jeden Tag Stories, wo ich ganz genau weiß, sie zielen auf mich ab. Oh. Wo ist denn das Interview jetzt? Es wurde ausgeschaltet, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen. Und sie erzählt eben darüber, wie toxisch diese Beziehung war, wie manipulativ Alexander Hindersmann ist und wie krankhaft eifersüchtig er wohl sein muss. Also ganz schlimm krank eifersüchtig. So, ich wollte heute eigentlich nichts sagen und will auch nur eine kurze Sache sagen. Der einzige Grund, warum ich mich gestern aufgeregt habe, war einfach, dass sie den Weg über die Medien und nicht die persönliche Aussprache sucht, sei es über Telefon, über FaceTime, persönliches Treffen, man hätte alles machen können. Aber sie geht den Weg über die Medien. So. Ja,
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe die ersten Ausschnitte davon gesehen. Ich werde es mir so am Sonntag entspannt angucken. Ich habe mir heute ihre Story angeguckt. Ich hatte wieder einen Grund zum Lachen, muss ich ehrlich sagen. Sie bekommt jetzt gerade ihre Bühne, soll sie machen. Ich halte das mal zurück. Aber ja, viele Nachrichten von euch sind diesbezüglich sehr, sehr zutreffend. Und schauen wir mal. Komm am Ende wieder zusammen. Ja. Ist wahrscheinlich ja wirklich. Hilfe. Gut. So. Ja, das war's schon. War's schon. Leute, es tut mir leid, aber das ist es. Ich meine, ihr habt ja auch genug Content die Woche über. Man kann ja auch mal kurz ein bisschen Pause lassen zum Durchatmen. Wer es nicht gesehen hat, gestern Bachelorette-Zusammenfassung Folge 2, da ging es ja ordentlich ab. Und wir haben immer noch unseren Favorite-Kandidaten, der sich gut gemacht hat. Und morgen kommt unser Video zu Temptation Island VIP Folge 2. Yes, sir. Ich weiß nicht, wie ich euch sagen soll, aber das ist ja ganz schlimm. Bitte unbedingt da reingucken. Schlimm. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Wochenendtipps. Der Bachelor in der Schweiz wieder angefangen. Und wenn ich glaube, ein bisschen lachen willst, der Dialekt ist ja nun wirklich witzig. Versteht es ist ja nur wirklich witzig. Aber es ist geil. Es gibt so schon wieder 30 Parodien von der Vorstellungsrunde. Nur lustig. Und Kurt Krömer hat eine weitere Staffel auf YouTube online mit Shea Krömer. Kann man sich trotzdem auch mal angucken, auch wenn es nichts mit Trash zu tun hat. Aber es sind ein paar Trash-Promis immer da. Sehr witzig. So. Habt ihr ein ordentliches Wochenendprogramm bekommen jetzt? Und ich wünsche euch einfach schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Man kann ja nie früh genug damit anfangen. Okay, tschüssi. Ciao, macht's gut. Macht's besser. Oh, nee, schlimm.